Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Total War 3 Kingdoms. Die acht Prinzen. Wir haben letztes Mal unser Gebiet ein wenig erweitert und unsere Vorstellung in der nordöstlichen Region von China gesichert. Naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn wir müssen jetzt Zhu Jingming töten, bevor er irgendwelche Bündnisse machen kann. Sind ja jetzt gerade im Krieg mit ihm. Und ich überlege gerade, war jetzt schon der Rundenwechsel? Nein, der war noch nicht. Also ein weiter. Ich muss einen kurzen Break zwischendurch machen, weil zwischendurch mache ich auch mal andere Sachen, wie E-Mail-Kommunikation oder andere Spiele spielen. Ich wollte nur das Opener fertig haben. So, Fraktionsentwicklung Dark Queen Abgesandte. Die Dark Queen, die Völker jenseits der Grenzen Chinas halten Reichtümer und Wissen bereit. Wenn wir nur die Geduld aufbringen, ihnen Gehör zu schenken. Die Seidenstraße bringt ausländische Boten aus fernen Landen zu uns. Und mit ihnen die Erleuchtung. Ein neues Jahr beginnt und mit ihm eine neue Gelegenheit, um euer Volk auf seine Bestimmung hinzuführen. Ach so, das war die Forschung. Ich dachte gerade so, boah geil, man kann jetzt über die Weltmeere reisen und Gesandte holen. Über die Seidenstraße. Militärische Schmiede. Gab's das Gebäude vorher schon? Nein, ich glaube nicht, oder? Militärische Schmiede kommt mir nicht bekannt vor. Ausbildungslager plus 2 Gefolgeaufstellung je Jahreszeit. Minus 12.000 Bevölkerung im aktuellen Bezirk. Da wir kriegerisch unterwegs sind, werde ich jetzt mal abgesuchter Boden erforschen. Da sind halt die Speerkrieger drin, die mittleren und die Säbelkavallerie. Zerstört Korruption. Übrigens schön wegen dieser Forschung, die jetzt an den Rang unseres Prinzen festgenagelt ist. Ist, dass größere Reiche auch einen Forschungsbonus haben. Weil die gewisse Einheiten gar nicht rekrutieren können. Vorgehen gegen Korruption, Adelsunterstützung plus 2 fraktionsweit. Ja. Ach, er sieht so glücklich aus. Er ist ja auch ein Regent. Ein großer. Versuchen wir erst die Stadt zu holen. Niemals. Bevor die mit ihrer Armee da rausziehen kann. Jetzt sollten wir die Möglichkeit haben, noch ein weiteres Handelsabkommen zu machen. Und das Jin-Kaiserreich ist da nicht mal abgeneigt. Willkommen. Tretet ein. Mehr zu bezahlen, als ich bekomme, finde ich jetzt nicht so geil. Sollten wir definitiv mal... Was haben wir? Haben wir Unterstützung wirklich noch irgendwas? Sieht nämlich nicht so aus. Ich muss denen irgendwas anderes anbieten. Also wenn, dann wird die regelmäßige Zahlung so hoch wie das Handelsabkommen. Und noch eine Einmalzahlung, die 0,4 erzeugen wird. Aber ich glaube, das wird schwierig. Weil ich habe dafür nicht genug Geld. Wie ihr wünscht. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so das Handelsabkommen, außer dass das Jin-Kaiserreich auf meiner Seite bleibt. Beziehungsweise unsere Beziehung sich weiter verbessert. Was ja nicht verkehrt ist. Wir jetzt keinen frühen Krieg gegen die haben. Das hat man nämlich das Problem, als wir den Stream gemacht haben für Three Kingdoms, die acht Prinzen. Plötzlich hatte ich das Jin-Kaiserreich gegen mich und die nerven gewaltig. Die haben den höchsten Stärkerang, sind natürlich ein bisschen weit verteilt. Eure Macht wächst, ihr seid nun ein Prinz. Kontrolliert die Hauptstadt. Es ist soweit. Ihr habt genügend Einfluss erlangt, um euch der Hauptstadt Luoyang zuzuwenden. Eine Eroberung ist der direkte Weg über eine diplomatische Annexion. Aber eine diplomatische Annexion ist mitunter ebenfalls möglich. Aber ein ganz schönes Stück, um da zum Jin-Kaiserreich zu kommen. Man muss es jetzt nicht sofort machen. Lasst euch beugen, nicht brechen. Es dauert 2 Runden, dahin zu laufen.
Ja, und sonst bin ich ziemlich abgebrannt. Gewinn aus Handel. Das wird die Adelsunterstützung senken. Können wir erstmal das Getreidelager machen. Um zu wachsen, muss Altes abgeworfen werden. Das gibt wenigstens ein bisschen Adelsunterstützung. Was die öffentliche Ordnung übrigens ersetzt hat in dem Spiel. Und wir können jetzt einen Kanzler und einen Verwalter einsetzen. Minus 11% Baukosten plus 7 Eisunterstützung bei der verwalteten Komtorei, die wir haben. Und er macht Baukosten und Bevölkerungswachstum. Und Verschleiß gegen feindliche Streitkräfte, die bei uns reinziehen. Dann mach du erstmal. Und am besten machst du das in Bihai. Wang Baro wird Kanzler. Unterstützung fordern. Minus 40 Zufriedenheit. Minus 10 Zufriedenheit fraktionsweit. Für 1000 Geld von einem meiner Untergebenen. Da muss halt richtig schlecht stehen um meine Regentschaft. Um so die Kohle von meinen Untergebenen einzufordern. Sie kommen raus, um gegen mich zu kämpfen auf offenem Feld. So, jetzt geh nicht zu weit zurück. Also ich hoffe, ich kann nächste Runde noch angreifen, weil ich möchte den Vorteil haben, dass ich einen Nachtkampf mache. Und nicht tagsüber gegen die kämpfen, weil es halt schon einiges auf die Moral drückt, wenn ich in der Nacht angreife und nicht tagsüber. Für die Djinn! Angriff! In den Kampf! Für das Volk! Getreidelager fertig. Was sagt mir der Rat? Baue was in der Siedlungsverwaltung, um die Unterstützung der Bauern zu bekommen. Das bedeutet übrigens, wir müssen hier unsere Stadt einmal upgraden. Dafür habe ich kein Geld. Ich muss noch einen dritten Sieg davontragen. Es freut mich, euch zu sehen. Wir stimmen zu. Bewege ich mich auf einen sehr günstigen Weg. Unabhängigkeit von Vasallen unterstützen, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen jetzt erstmal zwei Runden warten, bis die Mauern durchbrochen haben, beziehungsweise untergraben. Aber sie kommen raus. Ach, und ich kann trotzdem keinen Nachtkampf machen. Und wir sind mitten im Wald. Wir haben eine Reitertruppe. Könnte knapp werden. Das Glück ist uns gesonnen. Nutzen wir es. Weise Worte, Freund. Sie hallen durch die Geschichte. Im Geheimnis liegt Stärke. Seid nicht arrogant. Wir sollten unsere Rechnung begleichen. Ja, bevor man den Laden verlässt, sollte man immer seine Rechnung begleichen. So, Feuerpfeile. Da muss ich mich aber definitiv gleich hinstellen, dass ich nicht im Wald stehe, während ich die abfeuer. Achtung, die Soldaten!
Ihr könnt gerne in die Flanke gehen, Reiter. Und meine drei Helden hier an die Seite, bitte. Geh weg, Fliege. Muss mal ein bisschen rüberrücken. Verstärkung ist auf dem Feld. Ja, und er läuft jetzt zurück, damit er mit seinen Unterstützungstruppen hinten zusammenstehen kann. Ich beschleunige mal, ein bisschen Zeit einzusparen. Ah, sie laufen mir entgegen. Moment, dann machen wir es anders. Ja, ich bin ja der Verteidiger. Ich muss halt aufpassen, dass ich den Beschuss nicht in meinen Wald mache mit den Feuerpfeilen. Ein kleines Stück nach vorne. Ihr könnt euch zur Sicht mal da vorne hinstellen. Und dahinter verstecken wir unsere Speere. Dieser dämliche Regen. Also eigentlich dürft ihr schon feuern. Das wisst ihr, oder? Ja. Und jetzt hoffe ich, dass wir den Wald in Brand setzen. Aufpassen! Achtung! Antreten! Bereit! Ihr sollt fallen! Ich reiß so euer Herz raus! Schweigt und sterbt! Ihr macht das schon da an der Seite. Unsere Männer rennen davon, diese Feiglinge! So, unsere Reiter sind aber schon von der Seite am Kommen und machen da Ärger hinten. Tierschwerter! Beeilt euch! Bewegung! Antreten!
Wie läuft das Duell? Ihr tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Oh, wie clever. Sehr clever. Achtung, Krieger! Immer ihre Einheit flieht. Feiglinge! So, geht mal den Rücken von denen, sonst kriegen wir ein Problem. Und ihr raus da. Es ist soweit. Ihr weiter gegen die Jäger und jetzt kriegen wir einen Moralabzug. Ich hasse ihn dafür schon. Ihr müsst da rauskommen. Wir müssen hier Leute in den Rücken kriegen. Bereit machen! Auf ihre Beine! Bereit! Im Laufschritt! Bewegung! Im Alltempo! G-Krieger antreten! Bewegung! Bereit machen! Kampf! Achtung, Krieger! Zierenschwerter! Zeig keine Nade! Feindlichen Krieger rennen! Ha! Schneller! Hebt die Spiele. Komm ran da! Ich habe Feuerpfeile übrigens ausgeschaltet, damit die schneller jetzt schießen können. Den Feuerpfeileffekt, der bringt uns nämlich jetzt nicht mehr so viel. Komm, du schaffst das. Mach den Platz. So, feuer mal einfach auf die da drüben. Kommandant kann da nochmal versuchen reinzukommen. Und er hat es fast geschafft, ihn zu erledigen. Genau, geht auf die Reiter, die versuchen sich da zu lösen. Was? Da sind beide geflohen? Ach, die haben nochmal Demo... Ach, dieser scheiß Penner, ey. Raus da, Taktiker. Der feindliche General war uns nicht Da, schießt von der Seite rein. Und scheißt auf die Plänkler-Geschichte. Wir müssen jetzt hier ordentlich Ärger machen. Macht die Reiter eben platt. Schlacht zu! Zierenschwerter! Speerkämpfer! Bogenschützen! Und wieder Feuer, Feuer, Feuer da. Und ihr könnt auch gerne frontal die jetzt blocken. Ihr geht ein kleines Stück zurück. Wappnet euch! Wappnet euch! Bewegung! Aufpassen! Tötet sie! So, den Hauptmann erledigen. Schneller! Bewegung! Lauft! Lauft, lauft! Schnell, ausrücken! Ah, shit. Die feindlichen Krieger rennen! Bereit machen! Antritt! So, jetzt von hinten da rein. Und ihr kümmert euch hier um den Hauptmann. Weiter.
Ihr müsst mal schnell zurückkommen. Die anderen sind gerade am Fliehen. Den Männern fehlt Munition. Sie können nicht feuern. Vernichtet sie. Jetzt tötet doch mal endlich die feindliche Anführerin. Sehr gut, da flieht die nämlich. Bereit machen! Im Laufschritt! Achtung! Lacht euren Zorn aus! Zeigt keine Gnade! Wo eigentlich General im Feld? Ha! Was? Perfekt. Genug gekämpft? Schießt deine Waffen! Bereit machen! Rechtet sie! Achtung, Krieger! Aufpassen! Bereit Geht runter machen. Vor den Pferden, das bringt uns gerade nichts. Was macht er? Der steht da einfach. Feiglinge! Haltet euch bereit! Zieh Stangenwaffen! Lasst euren Zorn aus! Vernichtet sie! Zeigt keine Gnade! Bereit machen! Achtung! Pfeile eingespannt! Nicht nachlassen! Bereit euch! Bewegung! Einmal umdrehen. Bereit! Boah, wir kriegen unsere Kavallerie nicht von denen weg. Du musst da raus. Los, los, los! Im Eintempo! Beeilt euch! Bewegung! Haltet euch bereit! Schnell ausrücken! Achtung! Antreten! Es ist soweit! Lauf! Waffnet euch! Achtung, Krieger! Im Laufschritt! Bereit! Ich weiß, das hilft jetzt nicht so viel dafür. Oh, das ist so ein Abfuck da oben. Achtung, Krieger! Aufpassen! Unsere Männer rennen davon! Diese Feiglinge! Bogenschützen bereit! Es ist soweit! Bereit! Schneller! Kämpft! Bereit machen! Schneller! Zieh! Kämpft! Antreten! Lauft! Lauft! Bereit! Angriff! Schlag zu! Wappnet euch! Ach, der Taktiker kommt und dann flieht ihr. Los, los, los! Weil so ein wundervoller Kommandant, General, was auch immer, euch unterstützt. Seht, wie sie rennen! Feige! Bereit machen! Es ist soweit! Die Krieger, antreten! Nicht nachlassen! Lasst euren Zorn aus! Aufpassen! Lasst euren Zorn aus! So, jagt ihn noch ein bisschen, um die Moral weiterzubrechen. Angreifen! Achtung! Bereit machen! Die beiden fliehen zu 100%. Oh mein Gott, ey, es ist so eine verlustreiche Schlacht. Und jetzt sind sie, glaube ich, wirklich... Ah, bis auf die Kavallerie da hinten. Das übliche Problem. Feinde fliehen, sammeln sich wieder, kommen von irgendeiner Ecke zurück. Speere! Angriff! Vernichtet sie! Vernichtet sie! Kämpft! Schlag zu! Bewegung! Einen Schritt näher am Sieg! Immerhin.
will ich noch so viel wie möglich töten mit meinem Sima-Sam. Oder Sima-San. Mit der Einzige, der gerade noch auf seinem Pferd drauf sitzt. So, keine mehr da. Es lief etwas schlechter, als ich dachte. Euer Krieg hat euch bis vor die feindlichen Tore geführt. Hinter ihren Mauern rüsten sich eure Feinde gegen eure Armee. Sie können das nicht Volk ewig kann ausharren. Nicht zum Schweigen Doch ein gebracht Angriff werden. Könnte euch. Aber er hat definitiv mehr verloren. Wir nehmen mal den Nachschub. So, Bewegungsreichweite oder die Rache. Du hast auch ein Level up, plus 8 Wissen, rüstungsdurchdringender Schaden, Feuerrate im Fernkampf. 25 Chance der Gefangennahme nach dem Kampf zu entgehen, plus 15 Einkommen aus Industrie, aber nur bei verwalteter Komturei. Da haben wir ja eh nichts gerade, was wir einsetzen können. Wir müssen das Buddeln noch machen für eine Runde. Aber dann können wir ja theoretisch ohne viel Widerstand in die Stadt einmarschieren. So. Warum darf ich hier kein Getreidelager bauen? Ach, weil es eine kleine Stadt sein muss. Dann geben wir für die Runde kein Geld aus. Der will mich verarschen. Kommt die wieder rausgelaufen? Aus dem Geist entspringen Taten. Aus Taten der Sieg. Ich muss die jetzt nochmal selbst schlagen, die Schlacht. Sonst habe ich Angst, dass mir zu viele Truppen verheizt Manche werden. Bäume oder dass die. Wachsen. Andere sterben. Dass sie einfach nicht genug Schaden machen bei dem Feind. Mehr! Feindliche Verstärkung kommt! Naja, es kommen die Hauptmänner aus der Siedlung. Unsere Kavallerie wurde komplett zermürbt. Ach, sie greift direkt an. Vor allem, wie kann das sein? Ach so, das ist der Nachfolger. Bereit! Achtung! Bereit machen! Aufpassen! Wappnet euch! Achtung, die Soldaten! Die Nachfolgerin, weil wir haben im letzten Kampf die Anführerin getötet von denen. Kleiner Kollateralschaden. Achtung, Krieger! Die Krieger antreten! Nochmal ein kleines Stück.
Und jetzt schießt eure Feuerpfeile ab. Da kommen sie geflogen. Feuer mitten im Winter? Ich dachte, das erfriert. Ihr seid so schwach, mich zu besiegen. Ihr seid so schwach wie eure Worte. Getötet. Nicht genug. Wir machen jetzt mit den Sperren Platz. Ist das alles? Komm, gebt euer Bestes. Moment, stopp, nicht feuern. Die hat nämlich gerade ihre Truppen geschützt. Es ist soweit. Bewegung! Bewegung! Bereit machen! Zielstangenwaffen, bereit machen! Los, macht weiter! Ihr schafft das! Unfassbar! Ihr könnt reden und kämpfen! Zielkrieger, vernichtet sie! Zielkrieger, antreten! Vernichtet sie! Warte. Und wieder Stopp mit dem Feuern. Bis ein anderes lukratives Ziel da ist. Holt euch die berittenen Einheiten. Das ist mir schon fast erledigt hier an der Stelle. Verlangsame die. Ach, ausweichen im Nahkampf. Will ich eigentlich gerade nicht verwenden. Ey, sie fliegt gar nicht mehr. Betrug. Sehr gut. Bereit euch, Bewegung! Immer ein Tempo! Haltet Abstand! So, ihr dürft gerne wieder feuern. Bereit machen! Lauf! Los, ihr zieht los, euch zurück. Bereit euch! Bewegung! Wappnet euch! Lauft! Lauft! Schneller! Pfeile! Holt euch die Schlawiner. Kämpft! Bereit! Zielstangen machen! Bereit machen! Schlag zu! In den Kampf! Feuer frei! Haltet euch bereit! Achtung, Krieger! Schnell ausrücken! Und jetzt. Wasser bezwingt alles! Wasser bezwingt alles! Seht, wie sie rennen! Das Wasser durchfließt den Stein! Da ist ein Pferd gestürzt. So, ihr tötet noch die fliehenden Truppen hier hinten. Na? Umso weniger haben wir gleich zu tun. Und mit diesen dramatischen Szenen der Zerstörung eines feindlichen Prinzen? Nein, eines feindlichen, Feldherren, eines neuen Feldherren, eines neuen Feldherren unseres Feindes, werden wir uns dann jetzt verabschieden und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Total War. Three Kingdoms, die 8 Prinze. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, denkt ans Like und bis zum nächsten Mal, euer Imperator.